So, da sind wir jetzt zu unserem kleinen Lautstärkenvergleich. Das ist jetzt, wie man vielleicht erkennt, mit Deckel offen. Mikro nicht, deswegen treibe ich das jetzt bei Einfahrt jetzt nicht so wild. Andere Mikroposition. So, und jetzt versuche ich mal eben den Deckel da umgehängter Gitarre drauf zu wirken. Aufgrund der dicken Dämmung natürlich nicht ganz so einfach, aber funktioniert. Wie Sie hören, hören Sie nichts. Ich schalte jetzt mal den Tube Master von 1 Watt auf 36. Das sind jetzt 36 Watt bei circa ein Drittel Master. Ich gehe mal auf halb, also richtig, eigentlich schon richtig laut. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, Höhen kommen kaum noch raus. Das ist schon fast nur noch tief mitten und Bässe, die da rauskommen. Ja. Lässt sich halt kaum vermeiden bei so einer kleinen Bauform. Crunch ist dann. Toll bei so einem Isolation Cabinet ist, ich kann jetzt wieder auf 1 Watt gehen, in den Crunch-Kanal, das Gain relativ weit runter und den Master mal voll aufdrehen. Das heißt, ich schöpfe den Vorteil vom Tube Master voll aus und kann da die Endstufensättigung. Ohne dass man draußen viel hört. Bei 5 Watt ist es dann natürlich bedeutend lauter schon.
im Endeffekt als Außendemo sollte das reichen. Die Kiste nochmal so von zum drauf gucken. Genauen Maße schreibe ich da nochmal dabei, weil wenn ich das jetzt ausspreche, wird es nachher zu undeutlich aus und müsste es erstmal messen.